Mann, den Leuten biete ich aber auch mal richtig immer Ressourcen an. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich wollte das mal festhalten hier für euch, wie das aussieht. Ich meine, die mit ihrer Rathausstufe nicht höher gehen oder nicht höher gehen können, die kennen das hier. Du bietest den Leuten halt immer richtig, richtig viele Ressourcen an. Und ich mache es den Angreifer auch nicht gerade schwer. Ich habe außen den dunklen Pott stehen. Also das sollen sie sich in jedem Fall immer mitnehmen. Und ja, er holt jetzt, glaube ich, nicht alles, aber auf jeden Fall hat er das Angebot angenommen, so will ich es mal sagen. Und hat da oben die Lager mitgenommen. Meine Minen und Sammler sind auch immer rappelvoll. Auch die beiden dunklen Bohrer, die sind allerdings schon ein bisschen schlechter zu erreichen, muss ich sagen. Da muss man schon ein bisschen anders oder mit einer anderen Truppe hier reinkommen. Aber auch das passiert mir oft genug. Aber hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Und ich habe in jedem Fall ein Schild bekommen, das ist ja auch nicht schlecht. Aber mit dem Account mache ich ja auch nicht so wirklich viel. Aber was ich mit dem Account mache, und deswegen steht das auch so im Thumbnail, die 21. Clanspiele beginnen. Ist auch irre, muss ich sagen, denn kaum jemand kann sich noch daran erinnern, wann die so mal angefangen haben. Im Dezember 2017 gab es die ersten Clanspiele und mittlerweile sind wir bei 21 angekommen, aber also bald feiern wir zweijährigen Geburtstag der Clanspiele. Und ich lade mal wieder ein hier, also nicht nur ich, sondern auch der RSA, der Hausmeister hier, mit uns die Clanspiele zu spielen. Also wenn ihr ein Rathaus habt, ab Rathaus Level 6, glaube ich, ja, ab Rathaus Level 6 kann man die Clanspiele spielen. Und der holt hier wirklich alles raus, ne? Ab Rathaus Level 6 kann man die Clanspiele spielen. Kleiner Nebeneffekt allerdings, wir wollen hier auch einen kleinen Clankrieg spielen in den paar Tagen, wo wir hier dann auch die Spiele machen. Und wenn ihr also dann mit kleineren Rathäusern hier rein wollt, dann werden wir euch womöglich ablehnen. Und dementsprechend könnt ihr hier dann leider nicht mitspielen. Ich meine, macht dann auch keinen Sinn. Im CK werdet ihr stärkere Gegner haben und die Clanspiele könnt ihr nicht mitspielen. Also in 22 Stunden, 41 Minuten fangen sie an. Und ich habe jetzt schon, da kommt schon, war nicht schlecht, der Telefon kommt hier rein, direkt in der Aufnahme. Wir sind jetzt noch nicht so viele, aber der Hausmeister hat hier auch mal die Clan-Beschreibung angepasst. Der Clan ist hiermit für die Spiele eröffnet. Spielt mit, solange der globale Chat noch da ist, damit ihr von unseren Taten berichten könnt. Auch nicht schlecht. Hatte eigentlich gar nicht mal so Unrecht. Grüße Tote und Hausmeister. Ja, das stimmt. Man kann ja gar nicht mehr so von seinen Taten dann berichten, wenn der globale Chat nicht mehr da ist. Ja. So sieht das aus. Und wie sieht dann eigentlich so ein normaler Clash-Tag hier aus mit so einem Account? Mit dem ich hier auch immer noch ein bisschen Pass spiele. Also ich habe jetzt schon zweimal die beiden Sachen gemacht. Ich habe noch eine Stunde 31 Zeit, um die anderen Sachen zu machen. Das heißt also hier im Dunkeldorf einmal anzugreifen. Beziehungsweise das mache ich jetzt mal nicht, glaube ich. Ich glaube, ich greife mal jetzt nicht im Dunkeldorf an. Denn den Angriff habe ich ja dann wohl schon vor irgendein paar Stunden gemacht. Sondern ich würde sagen, dann greifen wir lieber hier einmal an. Um auch hier den letzten Erfolg zu bekommen. Ich weiß, der Reward hier vom Silberpass ist dieses Mal mau. Ich meine, es ist ja für Noppes. Es ist ja für Noppes. Ihr clasht einfach, macht so ein bisschen was nebenher und bekommt hier so ein paar Rewards. Das ist eigentlich, ist es in Ordnung, für gar nichts, also für kein Geld, solche netten Sachen hier zu bekommen. Aber dieses Mal ist es halt ein bisschen weniger wo der Geburtstag war, 7 Jahre Clash of Clans, da gab es natürlich die 250 Gems und so weiter. Also viel, viel mehr. Und aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss hier auch noch die 3 Sterne, glaube ich, reinbaggern. Denn was habe ich denn eigentlich am Start? Oh, wenig. Komische Armee auch noch am Start. Komische Armee am Start. Aber vielleicht brauche ich gar nicht suchen. Wir könnten uns mal rächen. Wir könnten uns auch mal rächen an irgendjemanden. Der hier, der mir alles geklaut hat hier. Oh ne, der hat ein Schild. Was ist mit ihm da oben? Der hat auch ein Schild. Ich glaube, das war, oh, das ist, glaube ich, ein 10er gewesen. Was ist mit ihm hier? Hat auch ein Schild. Oh, der hat kein Schild. Ah, der hat kein Schild. Und Rathaus außen, also, komm, wir revanchieren uns mal. Ich mache das echt selten. Ich mache das wirklich selten, dass ich mich mal revanchiere. Und ich würde sagen, wir kommen mal den hier rein. Der hat ein Single Inferno da, ein Single Inferno da. Okay. Oh, ich habe aber echt eine komische Armee.
Ah ja, ich habe echt eine komische Armee am Start. Dann 1-2 würde ich sagen, gehen wir hier mal mit den Hexen so ein bisschen vor. Und auch hier mit den Hexen rein. 2 nehmen wir jetzt. Oh, die brauchen noch einen Heiler da. Ich habe ein paar Mauerheinis, okay. Ein paar Mauerbrecher. Was habe ich in der Clanburg? Ein paar Riesen, ein paar von denen. Helden hinterher. Die Ballons schicken wir hier mal rechts und links noch ein bisschen mit rein. Und dann springt doch da mal alle. Also das Rathaus kriegen wir in jedem Fall. Und so haben wir uns hier auch mal revanchiert bei dem Gegner, der uns... Ich glaube, der hat mir aber gar nicht so viel gemobst. Das hielt sich noch in Grenzen, muss ich sagen. Jetzt könnt ihr da reinspringen. Da geht es nochmal zu den Infernos, denn da wird es ein bisschen knackiger und hier wird es auch knackig. Hier brauchen wir viel Gift brauchen wir da. Aber mein King ist mit in der Mitte. Den zünde ich jetzt auch mal. Dann habe ich noch ein paar Barbaren mehr in der... auf dem Feld und meine Helden gehen aber mal wieder wirklich super, super durch. Muss ich mal so sagen. Donnerwetter, die rocken hier. Aber ich will mal sehen, dass ich jetzt meine Queen nicht vergesse. Die macht ja erstmal noch ein paar Lager und da geht jetzt mein Golem, glaube ich, drauf, oder? Ich glaube, mein Golem ist da jetzt gerade. Ja, mein Golem ist da gerade kaputt gegangen und die Queen kommt auch nicht mehr an den Inferno dran. Er ist ein bisschen zu weit weg. Da ist jetzt, da ist noch die Hexe im Inferno-Strahl. Aber 2 Sterne haben wir ihm genommen und wir sind ja ein Rathaus 9er. Das haben wir ganz gut gemacht. Jetzt muss ich aber, das war aber jetzt Millimeterarbeit, Leute. Das war wirklich, das war wirklich ein Fingertouch oder ein Mausklick zu langsam. Naja, ist nicht so schlimm. Also, wenn ihr ein Rathaus 6 oder höher habt, dann seid ihr hier willkommen zu den Clanspielen. Ob es dann klappt, dass ich euch auch mit ins CK mitnehme oder wir euch mit ins CK mitnehmen, weiß ich noch nicht genau. Ich meine, man hat dann keinen Spaß, wenn man sieht, dass ich als Rathaus 6 dann Rathaus 8 machen muss oder so, weil der Gegner halt so aufgestellt ist. Also, da bin ich dann ja nicht für verantwortlich, wie das Matchmaking hier später ist. Und aber an dem haben wir uns echt schön gerecht hier mit 82% ein paar Ressourcen geholt, ja, ein paar Ressourcen geholt und sicherlich hier jetzt den letzten reingefahren, jawohl, das haben wir mal gemacht. Mir fehlt hier auch noch ein Stern, ein einziger Stern, ich könnte ja auch meinen anderen Clan gehen, aber dafür mache ich mit dem einfach ein bisschen zu wenig und ich würde aber ganz gerne nochmal einen zweiten Angriff machen, glaube ich, mit dem hier, um mal wieder so ein bisschen zu üben hier mit dem. Und der wird mir sicherlich gleich ein paar Bowler schenken können, der Telefon, sodass wir nochmal ein bisschen farmen können. Oh, sehr cool, sehr cool. Auf sowas treffe ich eher selten, muss ich sagen. Eine Rathaus 9 Boxed Base, die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mal mit, mal sehen, wie sowas hier klappen kann. Denn ich glaube, zum Funneln ist das jetzt nicht ganz so prall. Guck mal, der geht dahin, okay. Aber hier müssten wir eigentlich jetzt gleich mit unseren Mauerbrechern so ein bisschen reinkommen. Oh, da habe ich ein bisschen viel gesetzt. Ich setze auch nie einen Testmauerbrecher oder sowas. Okay, so dass meine Helden da jetzt auch reingehen. Oh, 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 da geht was. Da, oh, 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 ich brauche da eine Queen und ich brauche da Gift. Ich brauche Gift, Gift. Ach, Queen und King. Ach, okay. Die Walküre entscheidet sich wenigstens da in die Mitte zu gehen. Meine Queen entscheidet sich da nicht, aber ich könnte natürlich nochmal so 1-2 Magier dahinterher setzen. Und dann nehmen wir da mal die Bowler, ist egal. Nehmen wir da mal die Bowler. Und das müssen jetzt aber in jedem Fall hier meine Truppen machen. Zumindest die Queen muss weg. Die Queen muss da weg. Jawohl, da ist sie weg. Ich bin jetzt echt nicht weit in die Base gekommen, aber ich glaube, das ist nicht so tragisch. Wir haben hier noch unseren King. Wir haben noch, wo ist denn eigentlich unser King? Ah, da oben eiert der rum. Okay. Da oben eiert der rum. Dann würde ich sagen, gehen wir von hier oben schon mal auf die Kanone, denn die ist für uns mal so ziemlich weit gar nicht erreichbar. Und dann können wir die ganze Meute hier, glaube ich, das erste Mal durchheilen. Jawohl, 13 Hoggies habe ich noch. Außen hier rein. Und wir gehen da weiter rein. Ach, ich habe wieder meine Queen vergessen, ne? Toto, Toto. So geht das aber nicht. So geht das aber nicht. Hier hauen wir mal ein Heil rein. Denn die werden jetzt in jedem Fall gleich nach da springen. Außen geht noch der King mit Cleanup. Habe ich. Ah, ich habe noch ein Gift. Ich habe noch ein Gift hier für den Recken hier. Und oh, was ist denn da los? Alter Falter. Da geht ja nochmal richtig was. Sehe ich gerade. Und ich habe aber noch meine Hogs am Start. Also ich muss wirklich sagen, so eine Base greife ich echt selten an. Aber ich glaube, die ist fast down. Komm. Ich will die ganzen Sterne haben hier.
Und der King ist da noch am Leben, allerdings Level 10. Ja, Level 10. Da können wir mit leben. Mein King ist auch noch da. Die ganzen Barbaren sind noch dabei. Ja, ich glaube, den haben wir ganz gut gemacht. Aber schon eine komische Base, ne? Aber hier kann man mit an so einer Base kann man, glaube ich, diese Surgical setzen, der Hox ganz, ganz gut üben. Also wenn ihr am Farm seid und macht das Ganze auch mit dieser Armeetruppe hier, dann ist das, glaube ich, immer eine ganz gute Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu üben. Also immer so 2-3 Stück pro Defense, sodass sie immer, ihr habt das ja ein bisschen gesehen, dass sie immer wieder zusammenkommen, die Hog Rider. Und jetzt ist nur noch das Rathaus da, 98. Ah nein, da hinten ist noch was. Och, nö. Okay. Muss ich mal mit meinem Cleanup, glaube ich, ein bisschen ein Wörtchen reden, dass wir hier auch mal mehr als 99% schaffen. Schade. Naja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, aber so ein bisschen zum Üben geht das Ganze ganz gut hier. In den Pass haben wir jetzt auch nicht... Doch, wir haben hier was reingespielt. Denn den habe ich jetzt mal wieder geholt. Ja, warum spiele ich eigentlich Pass hier? Ich möchte ganz gerne das Heldenbuch hier am Ende haben. Denn es gibt hier ja noch mehr Helden zu machen als diese hier. Die üben wir wieder weiter. Hier unten gibt es auch noch einen Helden und der kann noch ein paar Level vertragen. 4 Stück, glaube ich. Bei Rathaus, bei Bilderhall Level 7. Und dann kann ich den nämlich so ein bisschen weiter prügeln. Also es gibt auch hier für mich eigentlich immer reichlich zu tun. Und ich hoffe, die kurze Folge zur Information der Clanspieler hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und Glocke stellen, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Die nächsten Tage werden in jedem Fall sehr, sehr interessant. Also bleibt am Kanal dran. Bis dahin, euer Toto.